Das ist mir ein absolutes Rätsel. Ich durchsuche trotzdem nochmal das ganze Haus. Vielleicht eröffnet sich uns ja doch noch irgendwas Neues. Was wir vorhin übersehen hatten. Zum Beispiel. Und warum der jetzt durchgedreht ist, dahinter komme ich auch noch. Das kann ich euch versprechen. Jedenfalls ist dieser Blitz oben nicht kleiner geworden, weshalb das wahrscheinlich keine Lebensenergieanzeige oder sowas ist. Ach, diese Geräusche machen mich verrückt. Gut. Dann gehen wir jetzt hier zur Uhr. Ach Gott, Mann. Es ist gut, wenn ein Mensch mit Frieden im Herzen am Ende seines Weges angelangt. Es wäre schlimm, am Ende zu stehen, ohne seine Angelegenheiten geordnet zu haben. Ja, das wäre echt übel. So, jetzt ist die Tür offen. So, und jetzt machen wir es hoffentlich richtig. Wobei ich nicht ganz weiß, was hier richtig bedeuten sollte. Da oben ist dieser Blitz. Ich weiß aber nicht, was dieser Blitz zu bedeuten hat. Ich habe gar keine Ahnung. So, gegen diesen Blätterhaufen werde ich mit Sicherheit nicht gehen. Aber an der Seite bilden sich auch so Blitze, ne? So Art Wurzeln. Ja, wie soll ich jetzt hier anständig vorbeikommen? Ja, die bilden sich immer weiter. Aber das Ding ist, ich kann das nicht verhindern. Da ist das Mädchen! Okay. Was will sie uns damit sagen? Dass das alles nur in unserem Kopf existiert? Möglicherweise. Okay, jetzt versuche ich nur noch heile aus diesem Wald rauszukommen. Nicht ruckeln. Ich möchte einfach nur hier weg. Irgendwo ist hier mein Haus. Sind die ganzen Gestalten jetzt weg? Oder sehe ich nur durch Zufall keine mehr? Oh, das bildet sich immer weiter nach vorne hier. Ich möchte bitte gerne mein Haus. Nee, weg sind sie auf jeden Fall nicht. Da hinten ist wieder einer. Verdammt, ey, wie finde ich denn mein Haus wieder? Soll ich vielleicht nach rechts gehen? Da ist mein Haus, da! Komm schon, schnell! Oh. Wieder ein bisschen weiter, Gott sei Dank. Jetzt haben wir wieder eine Albtraumphase erreicht. Und ganz offensichtlich kommt jetzt nicht mehr viel. Und da ist dieser Blitz immer noch. Der scheint jetzt wichtig zu werden. Auch wenn ich nicht weiß, was er bedeutet. Während ich hier schlafe und spiele, verfolgt es mich in meinem wachen Leben. Ich muss also schnell fertig werden. Keine Zeit mehr zu verschwenden auf Spiele oder Gäste. Die wollen mich sowieso hier nur festhalten. Ich muss mich doppelt anstrengen, ihnen aus dem Weg zu gehen. Das sollte leicht sein. Ich darf einfach nicht an sie denken. Okay, also wird jetzt richtig übel. Habe ich jetzt mal so rausgelesen.
Vielleicht ist das da oben ja eine Zeitanzeige. Und warum? Das ist doch ein Albtraum. Oder ist das jetzt eine... Nee, das ist eine Wachphase. Ich habe falsch geguckt, das ist eine Wachphase. Verdammte Axt, ey. Und die Musik ist mal richtig unheimlich. Dies alles kommt herausgekrochen, aus dem Innern. Es kriecht nicht von außen herein. Der Schrecken des Waldes ist in meinem Haus. Okay, aber das Ungeheuer ist weg. Eine Uhr, Gott sei Dank. Und die Haustür haben wir auch gefunden. Bitte keine Geister. Bitte lass mich keine Geister berühren. Okay. Augen sind wieder zu. Ach, noch eine Uhr. Geil. Oh, danke, danke, danke. Bis jetzt ist nirgendwo der Blitz eingeschlagen. Auch das macht mich etwas stutzig. Ist das jetzt ein Albtraum oder ist das eine Wachphase? Oder mischt sich das so langsam? Ah, Moment. Ah, da ist ein Blitzeinschlag. Aber das schaffe ich nicht mehr rechtzeitig dahin. Hier kommt wahrscheinlich wieder das Nachttöpfchen dazu, wie immer. Ja. Ja, klopf mal gegen die Tür. Was ist hier unten Phase? Your fear made me. Ich bin echt verwirrt. Ist dieses Mädchen nur auf meiner Seite oder nicht? Und die Tür würde ich am liebsten verschlossen lassen. Now, it is your turn. Oh, hier geht's ja noch tiefer runter. Oh nein, oh nein. Waldabfall, Blätter, Erde und noch irgendwas anderes. Ich konnte es jetzt nicht so schnell lesen, leider. Ja, ich bin still hier. Aber das willst du nicht wissen. Oh, das ist echt übel. Und irgendwie wird diese Leiste da oben kleiner. Ey, der macht mir da unten die ganzen Lichter kaputt, der Sack. Ah, verdammt. Nein. Ah, hier, ihr kleinen Vöglein. Versammelt euch beim Marmornest. So. Das war jetzt ungünstig. Ah, hier ist aber eine Uhr. Das wiederum ist richtig günstig. Guck's dir an. Durch die Uhr haben wir es fast geschafft. Jetzt nur noch nicht mehr kaschen lassen und dann ist alles gut. Ja, hier wandert schon wieder jemand durchs Haus. Aber wir haben es gleich geschafft. Wir haben es gleich geschafft, gleich geschafft. Oh, das Haus ist ganz schön groß geworden jetzt mittlerweile, ne? Wir haben es geschafft. Okay. Und jetzt bin ich gespannt, wo es hingeht. Aber erstmal der kleine Text. So spielst du dieses Spiel. Sie sind nur im Dunkeln sichtbar. Erst schaltest du das Licht in deinem Haus aus und öffnest alle Türen. Sobald sie wieder zuschlagen, schließe die Augen und sag, ich bin froh, euch zu sehen. Vielen Dank für euer Kommen. Wenn du alles richtig gemacht hast, wirst du für eine Sekunde einen komplett gedeckten Tisch mit einem runden Laib Brot in der Mitte sehen. Am Tisch werden Leute sitzen, die dich anstarren. Erinnere dich ihrer Gesichter und ihrer Stimmen. Ja, aber wenn ich mir das nur einbilde, warum soll ich mich dann dran erinnern? So, jetzt geht's wieder in eine Albtraumphase.
Und was danach kommt, erschließt sich mir nicht so ganz. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Aber wenn das jetzt eine Albtraumphase ist, müsste ja dieses Ungeheuer wieder da sein. Und ja, das ist es auch. Oh Gott. Ich hatte jetzt für einen kurzen Moment die Hoffnung, dass dieses Ungeheuer weg ist. Weil wir ja dran vorbeigekommen sind, auf der Karte. Aber anscheinend wohl nicht. Etwas starrt mich an, ständig, von draußen. Was willst du? Was, bin ich falsch? Irgendwie? Tja, mittlerweile wissen wir, was ihn anstarrt von draußen. Zum einen dieses Ungeheuer und zum einen das Mädchen, was ihn von außen beobachtet. Allerdings, warum die beiden das tun, wissen wir noch nicht. Aber wir haben das Spiel ja auch noch nicht durch. Ich sehe dich. Wer bist du? Wen siehst du? Hilf mir! Wer soll dir helfen? Das Vieh da draußen oder das Mädchen? So, hier ist nichts weiter. In den Albträumen ist dieses Haus immer so schrecklich leer. Ist das da eigentlich ein Leichensack hinten in der Ecke oder was ist das? Sieht so komisch aus. Gut, hier ist also auch nichts. Licht aus. Gehen wir wieder zurück. Ich hätte jetzt mehr Notizen. Er verlor mich, als ich noch sehr klein war. Und dann verlor er den Verstand. Er konnte nicht mehr sehen. Er konnte mich nicht mehr sehen, so. Vielleicht sollte ich den Eingang nochmal überprüfen. Nur um sicherzustellen, dass er fest verschlossen ist. Wir waren noch gar nicht bei der Uhr, mein Guter. So, verdammt. Licht an. Hier nochmal Licht an. Okay, die Uhr ist diesmal nicht hier. Ach, hier ist sie, okay. Als mein Großvater spürte, dass sein Ende kam, wurde er sehr fokussiert. Er wollte nicht mit einer Last auf seinem Gewissen sterben. Und es gab etwas, das er noch nicht beendet hatte, noch nicht verstanden. Keine Ahnung, ob er das noch hingekriegt hat oder nicht. Ich war damals noch sehr jung. Warum hast du eigentlich kein Kind, dem du das alles erzählen kannst? Wenn die Messungen nicht lügen, dann ist das keine Halluzination. Die Fußabdrücke sind echt und das sind nicht meine. Aber wer weiß, diese Ausrüstung ist immerhin völlig veraltet. Ja, sich selbst Mut zu sprechen. So, vor der Waldphase habe ich ein bisschen Angst jetzt gerade.